Ich habe ja noch rechtzeitig stoppen können. War zwar blöd. Muss ich denn nur irgendwie rausschneiden, aber alles gut. Das kann ja passieren. Frag die Wurzel des Übels. Bitte? Mach ich das aber einmal schnell. Nein, nicht. Endlich durch. So. Juhu, wir können weitermachen. Pass auf, gleich kommt Kaya rein während der Szene. Wäre wahrscheinlich möglich. Gut, da müssen wir hin. Ach, warte mal, habe ich eigentlich jetzt die richtige Waffe für... Ja gut, er bleibt bei der Waffe. Komm, wir nehmen die. Nee, die ist echt hässlich, diese Waffe. Ich glaube, ich würde fast zu der hier tendieren gerade. Na schön, wir sind die Kantine, während wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal, denselben Song, okay, und los. Das geht jetzt nicht mehr. Ich hab's verhindert. Ah, da passt das Buch aber so gut dazu. Die hat er. Okay. Alle haben das, was sie haben sollen. Ich hätte gern die Glitzerwaffen. Hallo. Hi. Ja, gut, okay. Nein. Und wie war da, ja, war die letzte Gassi-Runde? Danke, Mappa. Okay. Ja, es war Gott sei Dank, so windig ist es noch, aber es hat mal irgendwann aufgehört zu hageln und zu regnen. Ah, okay. Wie ist es bei euch? Weiß ich nicht. Eben war zum Stern klar, als ich rausgegangen bin. Kann aber auch schon wieder anders sein. Mach auf, Schatz. Ich sitz doch schon. Nicht du. Alter, es geht jetzt nochmal hier den ganzen Weg lang. Nochmal so ein... Alter. Das letzte Level haben sie aber lang gezogen. Okay. Dann geht's weiter mit Prügeln. Na, wenigstens habe ich die Items aufgestockt. Lass dir nicht deine Flügel verbügeln. Nee. Aber fang mal an. Verdingsen. Bringt noch Level. Ja, stimmt. Bringt noch Level. Kann ja nicht schaden. Level 55. 5 Level höher. Naja, gut. Gehen wir auch irgendwie hin. Ah, Alter. Ich würde ja gerne Ingame-Sound hören, aber wenn ich das Sound anmache bei Steam, bei Twitch, dann höre ich dich doppelt und dreifach. Ich würd ja Videoübertragung probieren, aber... Na, lass. Alles gut. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also sollte eigentlich. Das sollte das Ding eigentlich mitmachen, nein, aber... passt. Alles gut. Weil dann hättest du Sound. Nein, passt schon. Ja, aber ich kann es doch probieren. Nein, ich möchte das nicht. Dann Licke flott. Licke flott? Kennst du das nicht? Das sagt meine Großmutter immer. Wenn man am Jammern ist, dann sagt aber, nee, will dann doch nicht. Und dann sagt sie immer, ja, Licke flott. Das ist deine Großmutter, das ist eine weise Frau. Das ist sie tatsächlich. Und für mich eine der besten Köchinnen, die ich kenne. Da kann ich nicht mitreden. Nee. Ich glaube. Ich habe deiner Großmutter probiert. Kann ich nichts zu sagen. Aber es ist so. Du, meine Oma auch. Wenn die Rouladen macht und ich mache Rouladen nach demselben Prinzip, die schmecken mir trotzdem besser hier. Das ist einfach. Ist bei mir halt genauso. Wenn ich zum Beispiel. Einfach mit drin.
wenn ich zum Beispiel ihr Gulasch nachkoche, es schmeckt bei mir niemals so wie bei Oma. Niemals. Nein, kriegst du nie hin. Und egal, ob ich es genauso mache wie sie, mit den gleichen Zutaten, vom gleichen Hersteller, also wirklich vom gleichen Hersteller, alles so mache wie sie, es schmeckt niemals so wie es... Du kommst da nie dran. Nee. Das ist richtig schlimm. Sie macht jedes Jahr zu Weihnachten, sie macht so einen geilen Rotkohl. So, Oma, wie machst du den? Ja, so und so. Mach ich auch. Und scheiße, er schmeckt nicht so geil wie bei ihr. Nee. Obwohl es, wie du gerade sagtest, dieselben Zutaten, dasselbe Prinzip, dieselbe... Ich meine, gut, ich weiß, wie man Rotkohl macht, Obacht. Aber... Szene. Entschuldigung. Entschuldigung. Merk dir, was du sagen wolltest. Die kam unvorhergesehen. セレに近づいたってことか。な、前にダナの精霊は俺たちの中にちょっぴりずつあるって言ってたよな。うん。だからレナの精霊みたいに強い意志にならないんだと思う。集まらないからそうなのか、そうならないためには集まらないのかはわからないけどね。でもだとするとダナの意志は自然な形では決して現れることがないのかしら。 そういうことになるよな。やっぱり。もし、ダナ中の人たちの思いが一つに向かうようなことがあったら、それはダナの意志ってことになるのかもしれない。操られるのでなしに、みんながみんな同じことを考えるってことか。矛盾してるぜ。ありえないだろ。家庭の話だよ。もしそうなったらって。ダナ。 仮にそれができたら、レナの精霊に対抗する手立てを得られたかもしれないな。レナスアルマに封じ込める以外の方法だって見つかったかも。か。そう、今から随分よ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 。そう、今から随分
Okay. Es ist schon wieder so hell. Es ist wirklich so. Was ist? Da musst du dir was für Gamers anziehen. So drückt der Gürtel. Hi, du kleines, wunderschönes Viech. Danke. Nicht du. Achso, scheiße. Nein! Oh Gott. Jedes Mal drücke ich die falsche Taste. Lerne ich es irgendwann nochmal vorm Ende? Wahrscheinlich nicht. Aber da kann ich keine Jeans anziehen. Da muss ich wirklich. Ich meine, ich habe eine Jeans an, aber ich. Versuche dann immer zurückzuhalten. Das letzte Mal, dass ich eine richtige Jeans getragen habe, ist jetzt. 5 Jahre her. Ja, gut, ich trage die einfach eine Jeans. Nee. Zu Hause direkt umziehen. Erstmal in was Schickes. Nee. Ich trage seit Jahren trage ich nur noch Leggings. Weil ich keine Hose finde, wo ich noch. Also, ne, wo man ordentlich reinpasst. Weil entweder ist es unten. Weil entweder ist es unten zu weit oder oben zu eng. Und weil ich auf dieses Hin und Her keinen Bock mehr habe, einfach Leggings. Ich hab das bei dem Dienst mit den Beinen. Ich muss das immer unten umkrempeln. Ich meine, das sieht zwar einigermaßen gut aus, aber es passt zwar oben, aber die Jeans sind einfach immer zu lang für mich. Weil so groß bin ich ja nun auch nicht. Da passen einfach meine fetten Haxen, die sind einfach zu kurz. So, jetzt muss ich einmal kurz hochscrollen. Die sollten vorsichtig sein, wenn alle zu einer Einheit werden, kann es sein, dass sie sich dann nachtlich belösen können. Also ich empfange dasselbe wie der, den sie bekämpfen, ist wirklich. Ist es das wirklich wert? Was meinst du jetzt gerade, Blechwalze? Entweder habe ich den Faden verloren oder ich weiß gerade echt nicht, was du meinst. Ja, aber ich kann tatsächlich keine Jeans mehr tragen. Wobei, ich war eh noch nie der Fan von Jeans. Davon mal ganz abgesehen. Auch hier, Jogginghose, tralala, aber wenn ich rausgehe, könnte, ne, immer umziehen. Also das. Könnt abkürzen. Ne, das geht nicht so. Einkaufen, tralala, immer Jeans. Das muss schon sein. Also, wie? Nee. Also, wie Mappa und Hybrid auch sagte. Nee. Ich kann weißt du, das ist teilweise hier das ist, ich tue das immer einfach für die salopp aus, Entschuldigung dafür. So hier diese High Society Bitches, also die laufen da rum so geschminkt wie die Säue. Da haben sie so eine billige Jogginghose an, hier so dann noch diese Adidas Latschen und weiße Socken, aber laufen so gestylt rum und da denke ich mir, hey, könnt ihr euch nicht mal eine 0815 Jeans leisten? Und gerade die Weiber hier im Ort, das ist so schlimm, ey. Bah, nicht nur bei dir im Ort. Ja gut, ja, so laufe ich aber nicht rum. Du weißt ja, wie rumgelaufen wird, als du hier warst. Gott, das will ich hier doch nicht von dir. Nein. Ich meine nur, weißt du, die wollen immer so alle so hardcore gestylt sein. Machen sie auch und dann laufen sie im Laden rum wie, ich sag mal, wie der Snackenpenner. Wie gesagt, ich würde gerne normale Hose tragen, aber es passt mir halt einfach nicht. Ich habe halt ein Körpergewicht, da ist das, ist es schwierig, eine andere Art von Hose zu finden. Ich von dir, Schnucki. Ich meine, hier bei uns... Das weiß ich, aber ich darf doch wohl sagen, warum ich die Hose oder normale Hose nicht trage. Oder ist mir das nicht mehr gestattet? Selbstverständlich. Ich habe mich da jetzt auch nicht angesprochen gefühlt, weil ich gehe auch ungeschminkt aus dem Haus. Es erschrecken sich zwar die meisten Leute, aber ich gehe auch ungeschminkt aus dem Haus. Selbst jetzt bin ich. Nee, ich hab nur die Augen gesehen. Nur die Augen geschminkt. Mehr habe ich nicht. Ich finde die auch gut. Ich finde das so generell. Kunststoffhosen. Das alles ja. So klappt, das ist also. Und das, was ich anhab, ist diese. Gott, dafür gibt's einen extra Begriff. Ähnlich wie Leggings, aber etwas wärmer als Leggings. Keine Ahnung, wie das heißt. Da gibt es doch in der Modewelt gibt's einen bestimmten Begriff für. Das geht halt auch. Wärmer, ne? Ja, also eigentlich eine Leggings. Von der Dicke her wie eine Jeans, aber es ist keine Jeans, weil es aus Stoff ist. Aber es ist auch keine Leggings, weil es halt für eine Leggings zu dick ist. Es ist kompliziert bei Frauen. Leggings? Es ist ja keine Leggings, das ist.
Ich habe ja Schleggins gesagt. Schleggins? Was ist ein Schleggins? Weiß ich nicht. Die Unterhaltung eben wollten sie sich vereinen und eine große. Ach! Okay, ja gut. Dann war ich eben einfach nur verpeilt. Sorry, Blechwalze. Ja, hast recht. Hast recht. Dann war ich eben einfach nur verpeilt. Alles gut. Mappa, deine Hausschuhe sind echt genial. Meine Hausschuhe? Nee, von Mappa, die. Achso. In Discord, was ich gepostet Ich wollte mir gerade sagen, meine kennst du, glaube ich, gar nicht. Ja? Oder kennst du die mit dem Kätzchen und dem Henkel hinten dran? Hast du sie an, wo ich letztes Jahr bei euch war? Ich meine ja, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Mehr. Keine Ahnung. Kann sein. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mein Bein so weit hochkriege. Oh Gott, die hier mit dem Henkel. Die haben da so einen so kleinen Henkel. Also. Doch, die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich. Sieht mehr aus. Wie hier. Mit den Öhrchen und dem Henkelchen hier hinten dran. War einmal so ein. Ja, Ding. Doch, die kenne ich. Ja, doch. Okay. Doch. Ja, das sind meine Hausschuhe. Aber auch nur für drin. Draußen funktionieren die leider nicht. Außer im Sommer, wenn es trocken ist. Wie echt? Dein Kater hat Angst davor? Okay. Katzen sind seltsam. Ich hätte es vielleicht eher getippt auf, dass er angriffslustig drauf wäre, aber Angst hätte ich es ehrlich gesagt nicht drauf getippt. Zum Glück habe ich bei mir einen Laden, da gibt es solche Strumpfschläuche. Nicht, wo ein Zahnstocher reinpasst. Ja gut. Ist auch nicht schlecht. Oh nein, da hinten sind diese Krumpelviecher. Was? Krumpelviecher? Ja, ich mag die Viecher da hinten nicht. Keiner ihrer Formen. Schaffst du. Ja, die machen aber auch so ekelhafte Geräusche. Hi. Astralklagen. Okay, so heißen sie jetzt. Vor allem auch dämlich mit ihrer Magie. Ich habe aber gerade die. Aua. Ich bin echt tot. Ich habe aber die Magie von. Den wir gerade nicht aktiv. Komischer Angriff. Damit könnte ich den nämlich blocken. Komm schon. Lass mich da weg. Alter. Will, könntest du bitte deine Attacke einmal laden? Die versuchen mir jetzt. Ich komme da auch gar nicht weg. Ich kann gar nicht. Danke. So, jetzt blocken. Danke. Ihre Attacke nicht nutzen. Also, wenn er selbst das Futter dann nicht ignoriert. Und los. So, jetzt sollte man es eigentlich. Ja. Hä? Ah, vom Mappa. Achso. Ja, die Pusten sind geil. Ich find's cool, ja. Sehr klar, Katzen und Staubsauger. Hören Sie den, vergessen Sie alle um sich herum. Vergessen selbst, dass Sie in Richtung in diese Rennen eine fiese böse Wand ist. Ja, außer einer unserer Kater. Der guckt tatsächlich beim Staubsaugen ganz interessiert zu. Die anderen, solange sie immer an einem Raum sind und der Staubsauger nicht in den jeweiligen Raum kommt, geht es sogar. Aber einer sitzt dann immer ganz interessiert da, guckt zu und guckt so nach dem Motto, ob ich alles richtig mache. Aber da, unser Hund ist da schlimmer. Unser Hund hat panische Angst vor dem Staubsauger. Welchen Kater meinst du? Leo. Leo hat keine Angst vor dem Staubsauger, alle anderen schon. Auch der Hund. Der Hund rennt jedes Mal mit dem Schwanz eingezogen durch die Wohnung. Und tut so, als wenn ich den Hund gerade verkloppt hätte. Sina ist es mittlerweile egal. Die haut sich aufs Sofa und denkt sich nur. Mach du. Lass den Fettsack mal machen. Ich hab meine Ruhe. Der wird schon wissen, was er tut. Solange er mich nicht einsaugt. Nein, das wird wohl nicht passieren. Irgendwie finde ich das richtig geil, dieses lila, also blau, lila, grün, also ja, so hellgrün. Wir reden über Staubsaugen und du kommst auf dein Kleid.
Nein, nicht das Kleid. Da, wo ich hingucke. Du meinst, du meinst also, die Kristalle. Die Regenbogenfarben da, quasi. Weil es ja nicht richtig Regenbogen ist, aber irgendwie also, leicht angedeutet. Finde ich irgendwie schön. Ja, meine hat damals immer einen Staubsauger gebissen. Aber das ist, wie gesagt, weil ist ja das relativ. Ja, die wird ja auch nicht jung, mein Gott, die wird dieses Jahr 11, also. Irgendwann muss er mal einkehren. Wenn ich Cleo so sehe, wird niemals Ruhe einkehren. Das dachte ich bei Sina auch. Vertue dich da nicht. Ich habe sie von klein auf. Also sprich jetzt dieses Jahr im Oktober 11 Jahre. Nein, irgendwann werden die ruhiger. Und gewöhnt sich auch an Sachen. Auch Cleo. Aber Cleo ist halt noch. Wie alt ist Cleo? Cleo ist etwas über ein Jahr. Ja, ey. Ja. Das ist aber nichts. Ich freue mich, wenn sie endlich ruhiger ist. Dann habe ich sie lieb. Das wird kommen, glaub mir. Sie ist mir einfach viel zu wild. Die kommt halt voll nach Märchen. Ich kann dieses wilde Umhergestrubbel da nicht ab. Das wäre alles viel zu unruhig. Da werde ich richtig nervös bei. Ja, genau ist das Problem. Du musst die Ruhe ausstrahlen. Ich bin ruhig! Ja, das habe ich mir einfach gemacht. Das Problem ist, der Hund guckt sich das von Frisches ab. Weil Frisches nämlich hier am Rumalbern. Ihr kennst ja Frisches. Am Rumalbern, ja. Am Rumjackeln ist. Und das guckt sich der Hund von ihm ab. So, und. Die sind 1:1 gleich. Ich hab sie lieb, wenn Frisches nicht zu Hause ist, weil dann liegt sie einfach nur in der Ecke. Liegt sie nur in der Ecke, sie ist ruhig. Knabbert nicht, macht gar nichts. Sie liegt da einfach nur. Frisst ihr Futter. Gut, an der Leine ist immer noch scheiße. Da könnte ich sie, am liebsten in die Wallerei treten. Aber. Nein, aber am liebsten würdest du dir dann denken, Hund, mach Ei bei das, was ich dir sage. Aber Hund denkt sich so. Nee. Schmetterling. Oh, ein Ast, den habe ich doch gestern erst angeknabbert. Das ist quasi noch ein Kind. Das ist mir egal. Ich kann sie nicht halten. Ist ja ihr Problem, wenn sie dann irgendwann wie entfleucht. Hat Kraft. Sie hat eine Menge Kraft. Beim Spielen ist es das eine, an der Leine ist es das andere. Da ist dann erstmal so ein Kilometer Abstand geführt. Und sie dann an der Straße zu halten, das ist immer eine anstrengende Aufgabe. So geht sie eher mit dir spazieren als mit mir. Sie geht mit mir spazieren, nicht ich mit ihr. Das ist, ja. Wenn sie dann noch anfängt zu bellen, also zu pöbeln, das ist ja kein normales Bellen mehr, das ist richtiges Pöbeln. Oh, das ist echt anstrengend. Ja, ich bin froh, dass Sina so, ich sag mal, Fußhupe ist. Ja, gerade wünsche ich mir auch, sie wäre eine Fußhupe. Also ist ja auch wirklich Temperament. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr Temperament, den Körper von einem Schäferhund, der hätte ich auch keine Chance. Also, die wird mich durch den Wald schleifen. Cleo hat Hummel in den Hintern. Also, sie zu halten, ist für mich echt eine sehr, sehr anstrengende Aufgabe. Obwohl ich das Doppelte von dem Hund wiege. Aber, die macht mich fertig. Das sieht manchmal auch echt gefährlich aus, wenn ich dann mit ihr Gassi gehe. Sie sieht dann natürlich andere Hunde, freut sich des Todes und reißt mich dann fast mit. Da denke ich auch immer so, okay, nicht loslassen. Eine Leine schneidet sich schon ins Fleisch, nicht loslassen. Einfach dieses Tier nicht loslassen. Du willst manchmal gar nicht wissen, wie meine Hände aussehen. Hat der eine andere Leine? Ja, mittlerweile. Aber okay, selbst bei der Lederleine war es so. Das war echt teilweise so schlimm. Die jetzige ist zum Gassigehen angenehmer. Aber es schneidet halt wieder mehr ins Fleisch als die Lederleine. Das ist einfach schwierig. Wobei Cleo jetzt auch manchmal ihre guten Tage hat. Die hat sie selten bei mir, meistens bei Märchen, aber manchmal hat sie sie auch bei mir. Manchmal macht sie auch an der Straße Sitz. Manchmal. 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 Manchmal ist sie lieb. Ja, ich versuche sie auch schon mit Leckerlis zu verarschen. Also ihr dann Leckerlis zu geben.
Im Sinne von hier, mach das, dann kriegst du eine schöne Belohnung. Ist ja eigentlich. Ist ihr herzlich egal. Ich meine, sie frisst alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Gesehen, wo ich zu dieser Bank gegangen bin, wo sie die Bank angeknabbert hat. Ja, wie gesagt, die knabbert alles an. Am liebsten alles, was aus Stoff ist. Also sie macht das nicht kaputt, aber sie knabbert es an. Mach das, Hybrid. Mach das, Hybrid. Lass es dir schmecken. Nee, was zu essen? Ja, es geht um was zu essen. Lass es dir schmecken. Wie gesagt, wenn das Härchen nicht zu Hause ist, ist es der liebste Hund der Welt, außer beim Gassi gehen. Da habe ich so lieb. Wenn das Härchen zu Hause ist, dann ist der Hund unmöglich manchmal. Weil dann ist auch nur noch Härchen wichtig, dann hört es auch nicht auf mich. Dann ist... Dann kann von mir... extrem auf Frisches fixiert. Das ist aber schon krankhaft teilweise. Was heißt krankhaft? Das ist halt... Ja, das ist halt einfach so. Die suchen sich dann halt jemanden und dann... Ich hab dir bei das ist eine Video geschickt, da hast du auch gesagt, das ist nicht normal. Ich weiß. Erinnere dich an deine Worte. Das ist etwas... etwas mehr als normal. Das ist schon heftig. Ich meine, sie fängt ja schon an zu wimmern und zu bellen und zu jaulen, wenn Frisches nur für 5 Minuten weg ist, dann tut sie, als wäre er gerade gestorben. Oder er hätte sie für immer allein gelassen. Das macht Sina tatsächlich auch, wenn ich jetzt, ich sag mal... Nein, ich sterbe. Ich geh jetzt mal nur eben zum Briefkasten, da würde ich hier vor der Tür aus und sie bleibt eben hier, ich komm wieder. Ja, die freut sich, als wenn sie mich 10 Jahre nicht gesehen hat, aber sie macht halt keinen Stress, also sie freut sich halt einfach nur. So, Cleo fängt an, an die Scheibe zu springen. Nee, das macht sie. Wie gesagt, bellt alles zusammen. Also, okay, bellen tut's auf jeden Fall, wenn sie nach Hause kommt. Sie liegt jetzt gerade ganz gechillt in ihrem Bett und ist am Kiefen. Wir können sie auch allein lassen, aber dann ist, wie gesagt, die Freude mehr als nur immens. Sie jault halt auch morgens immer. Oder wenn das Herrchen sie nicht mit ins Badezimmer nimmt. Dann ist sie am Schreien, ey. Nicht immer, aber... Ich meine, meine beste Freundin hat ja lustigerweise die Schwester von Sina, die Summer, fällt zum Beispiel überhaupt gar nicht. Also, ich meine, ich kenne die auch schon seit jetzt, also vor 9 Jahren. Seitdem kenne ich sie, die bellt zum Beispiel überhaupt gar nicht. Und die hat auch ein ganz anderes Fell. Sina hat ja Schlappohren, Summer hat Stehohren, das ist also teilweise echt interessant. So, da merkt man aber, es ist zwar derselbe Wurf, aber wie unterschiedlich halt doch die Charaktere sind, weil ich sag mal, Hunde und die Katzen, das sind ja keine Einheits. Ist ja kein Einheitsbrei. Jeder ist ja auch. Das wäre ja so, als wenn jeder Mensch gleich wäre. Genau, richtig. Alter! Wie soll man da ausweichen? Also manche Gegner sind echt. Da kannst du gar nicht ausweichen, da kannst du die eigentlich nur töten lassen. Könnte mich irgendeiner der Scheißheiler mal heilen? Danke. Für nichts. Ich hasse es manchmal. Ich will doch nur geheilt werden. Ich will jetzt mal die Heilerin heilen. ich werde wiederbelebt. Ich hasse diesen Kampf gerade. Ein Schlag und ich bin fast tot. Nein. Die Gegner können auch im WoW mitspielen. Warum bist du so ruhig, Kaya? Ich hab mit meinem Bruder Scheibe. Achso. Ja, ich frage nur. Es ist immer unheimlich, wenn du nicht antwortest. Hast du mich was gefragt? Nö, aber... Ich hab nur was gesagt. Nee, oh Gott. Der hat jetzt einen Monat Urlaub, der kommt morgen noch mal vorbei. Vakarius, vielen lieben Dank für dein Raid.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Und natürlich auch alle, die mitgeradet sind. Und natürlich gab's für euch Lotro. Habt ihr wieder ein bisschen weitergezockt? Was habt ihr getrieben in Lotro? Und vor allem, wie geht es euch? Hattet ihr einen schönen Stream? Es kann wirklich sein, dass ich gerade ein bisschen abgelenkt bin. Wir haben hier einen etwas sehr, sehr schwierigen Gegner. Warum hat der Boost nicht funktioniert? Nein. Okay. Es war 2 Stunden durch ihr Jahr, um nur 8 Orks zu killen. Ich werde angefangen. Ah! Ja, aber macht doch Spaß, nur wegen 8 Orks nach ihr Jahr zu reisen. Ist doch schön. wir versuchen heute Tales of Arise zu beenden. Wir sind auch sozusagen im letzten Dungeon, denke ich mal. Im letzten Abschnitt. Und weil ich gerade gedacht habe, hey, da ist doch eine Truhe. Lass uns die Truhe holen. Sind wir in super starke Gegner reingerannt, die mir gerade den letzten Nerv rauben. Mappa ist so, ne? Also ich denke mal, dass es so 1 bis 2 Stunden, da dieser Kampf gerade etwas Verzögerung sorgt. Ich denke, dass wir das bald nicht haben, auf jeden Fall. Ich habe die Hoffnung. Die fallen Truhen. Ja, sozusagen. Eher bewachte Truhen. Wir sagen mal bewachte Truhen. Ich habe mich nur ein bisschen verschätzt, was die Stärke des Gegners angeht. Aber wir haben es fast geschafft. Das hier ist der Letzte. Sein Bruder ist schon über den Jordan. Karius, hast du das schon durch? Achso, Fels. Falls du Tales überhaupt gespielt hast. Das ist natürlich. Ich weiß auch nicht, ob irgendeiner von euch überhaupt Tales kennt. Natürlich. Wir haben Pech. Ja. Oh. Hab ich nicht gespielt. Wollte aber auch mal reinschauen. Ah. Also, Tales kann ich nur empfehlen. Tales of Arise. Habe ich gerade ein Item für eine der guten Waffen gekriegt? Ich meine, da hatte ich eins vorhin gelesen. Oh Gott, ich will wieder zurückreisen. Ich hoffe, wir kriegen da nochmal so einen Punkt. Ich hoffe, es gibt genug XP. Naja, wir sind Stufe 51, also ja. Hat gut XP gegeben. Also wie gesagt, Tales kann ich echt empfehlen. Ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Ja, wir gut, sind jetzt mehrere Teile, ne, von der Reihe. Ja, aber sie sind nicht zusammenhängend. Da ist jedes Spiel ein Unikat. Das meine ich ja nicht. Das ist richtig. So, einmal. Und es hat auch einen sehr, sehr knackigen Schwierigkeitsgrad. Also es gibt zwar verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber das ist nicht zu verachten. So, wir verteilen es ja auch gerade für unsere Fähigkeiten, damit wir noch ein bisschen leveln. Hat die Punkte. Aber ja, viel geht da nicht mehr. Da ist fast schon Sense. So. Holen wir den Weg wieder zurück. Gott. Oh Gott, ich höre diese ekelhaften Viecher schon wieder. Oh, da sind sie. Ich hasse sie. Wanjo-Gelee, das ist gut. Erinnert mich auch gerade daran, können wir einmal nochmal benutzen. Okay, nutzen. Und es gibt auch sehr, sehr schöne Waffen. Ich bin ja so ein Fan, ich muss immer alles haben, was glitzert. Da hatten wir vorhin gerade das Thema. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir nochmal in die Stadt zurückkommen, damit ich eventuell mir vielleicht eine Glitzerwaffe oder eine der Waffen, die ich da noch haben möchte, holen kann. Ringe, ne? Hä?
Hä? Bling, bling. Ja, ja, bling, bling. Wobei die eigentlich bling, bling, da müsste ich extra Aufgaben erledigen. Die da, glaube ich, nicht möglich sind, weil ich dafür Level 63 sein müsste. Wir sind aber Level 51. Das ist einfach schwierig. Also das Spiel passt sich ja ans eigene Level an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Level 60 wäre, wären die Gegner, ich glaube, so um die, ja, Level 65 sozusagen. Also immer zwei, drei Level höher. Aber das passt sich halt an. Wenn ich jetzt nur bis Level 40 gekommen wäre, dann wäre das hier, glaube ich, auch Level 40. So, in dem Dreh, denke ich mal, verhält sich das. Bei Tales of Vesperia war es zum Beispiel so, dass es dann runtergestuft wurde. Also, oder beziehungsweise, wenn du Level 50 warst, weil du dann, da konntest du dich ja zum Beispiel auch durch so gewisse Items hochboosten, dann warst du aber zum Beispiel für ein Level 30er Gebiet natürlich zu hoch. Dann hast du aber auch keine Erfahrung mehr gekriegt. Das, oder hat dich das Level dann relativ schnell wieder eingeholt. Da warst du dann schockiert, wenn du dann plötzlich irgendwann wieder einen drauf gekriegt hast. Da gab es aber, glaube ich, auch keine Levelanzeige neben den Gegnern. Oh nö, das ist hier wieder so ein, ich kämpfe mich hoch. Oh. Na gut, komm, machen wir. Ja? Ah ne, da vorne ist der Ding. Boah, jetzt gehe ich eigentlich denselben Weg, nur um wieder zurückzugehen. Also quasi gehe ich einmal im Kreis so ein bisschen. Gut. Spaß machen? Ja, wobei die Gegner jetzt nicht mehr einfach nur schwarz sind, sondern sie glühen jetzt rot. Deswegen dachte ich ja anfangs, okay, gehe ich jetzt vielleicht in die falsche Richtung. Nee, sie sehen anders aus. Ist aber alles gleich. Also das Level-Design jetzt hier im letzten Level gefällt mir an sich ganz gut. Es ist halt nur verwirrend, weil alles gleich aussieht. Und ich finde, das hätten sie ein bisschen anders machen sollen. Also gegen Ende gleicht sich ja halt doch alles ein bisschen. Dass du auch mal irgendwann zocken musst, aber das wirst du wahrscheinlich überall im Ratte machen. Und müssen, also wenn, natürlich nur wenn. Ist da auch schon auch sehr geile Spielerei. Stimmt, davon habe ich auf jeden Fall schon was gehört. Aber ich glaube noch nie was gesehen. Aber gehört habe ich schon von. Grandia. Oh. Grandia möchte ich unbedingt mal spielen, aber ich glaube, waren da nicht irgendein Teil nur auf Englisch? Das ist der zweite. Okay. Der erste ist. Also gut, Sprache natürlich. Es gibt kurze Sequenzen, wo es halt gesprochen wird, ist Englisch, aber sonst ist das, also der Text ist komplett in Deutsch. Okay. Sehr schönes Spiel. Weil Grandia hat mich dann halt immer abgeschreckt, weil ich dann irgendwie immer alles nur auf Englisch hatte. Und ja, das ist Grandia 2. Also zumindest, ich weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist. Also ich kenne es halt nur, dass Grandia 2 komplett in Englisch ist. Also wo Text als auch Sprache. Mhm. Beim ersten ist es halt so Text Deutsch. Sprache, wenn man gesprochen wird, Englisch. Ja gut. Aber sonst hat man immer... Wenn gesprochen wird, ist das jetzt halt weniger schlimm, aber... Das bisschen kann ich dann auch irgendwie verstehen. Aber die Texte sollten halt schon auf Deutsch sein. Texte sind auf Deutsch, zumindest beim ersten. Wie gesagt, kann sein, dass es beim zweiten mittlerweile anders ist, das weiß ich nicht. Das ist genau wie Breath of Fire. Ja, ja. Aber da gab es, glaube ich, auch Teile, die nur auf Englisch waren, meine ich, oder? Zum Beispiel, das erste, was ich kenne, ist tatsächlich original für den SNES, kam auch hier raus, ist aber auch nur in Englisch. Ich glaube, das ist Breath of Fire 3. Mhm. Auf Steam gibt es 4 Tales-Teile und das billigste ist 39,99 ohne DLC. Also ich habe alle Tales-Teile. Ich habe, also bei Steam, ich habe Symphonia, ich habe Vesperia, ich habe Systeria, ich habe Berseria und ich habe Arise. Da ich aber jetzt auch eine Elgato habe, könnten wir sogar die Teile auf der PS3 spielen. Das heißt, den zweiten Teil von Symphonia, auch wenn ich den nicht besonders gut finde, würde ich aber trotzdem nochmal nur einen Versuch starten. Dann, wie heißt denn das andere?
Pelz auf irgendwas mit G. Und dann... und dann Tales of Cilia 1 und 2. Das gibt's auch noch. Wie heißt das eine denn? Warte, das muss ich ja mal ganz kurz nachgucken. Tales of PS 2. Aber das hatte auch ein ganz... Tales of Graces F. Das wäre es dann. Also, was wir alles noch spielen könnten, wären halt, wie gesagt, Vesperia, 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 Symphonia, Symphonia, Dawn of the irgendwas, Tales of Cilia 1 und 2 und Tales of Graces F. Das sind die Spiele, die wir auf jeden Fall noch spielen können. Für... Kennst du eigentlich, oder generell einen Chat, kennt ihr, lass mich jetzt falsch aussprechen, also ich spreche in Deutsch aus, für PS1 Jade Cocoon oder Jade also Jade Cocoon? Ja, Jade ja, Cocoon. Ja, habe ich ein Let's Play zugesehen, damals. Anno Domini. Ja, ist ein altes Spiel, definitiv. Das ist Vesperia, Vesperia und Arise habe ich gefunden. Symphonia müsste es eigentlich auch geben, ich habe es zumindest auf Steam. Sein sie haben es rausgenommen, aber... Eigentlich? Ah, da! Ja, für 1999. Ah, hast du auch gefunden, okay. Also für 1999 gibt's das da auch. Sagen viele, dass es für die der beste Teil ist? Ich finde... Tales of Symphonia gar nicht mal so gut. Also es ist ein gutes Spiel, aber ich finde, es ist nicht das Beste der Reihe. Gibt es auch Spiele, die noch rauskommen dieses Jahr, auf die du dich freust oder ihr? Puh. Tatsächlich weiß ich das gerade gar nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, welche Spiele dieses Jahr... Also ich... Das nächste, was... Auf das ich mich freue. Ich weiß aber nicht, dass, ob es dieses Jahr rauskommt. Ich gehe mal nicht von aus. Ich gehe mal eher vom nächsten Jahr aus. Wäre Final Fantasy 16, worum ich mich freue, wenn es draußen ist. Das wäre auf jeden Fall ein Spiel. Aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr kommt. Und natürlich FF7 Remake. Warte mal. Okay. Was? Ich hab's eben nicht verstanden. 16 nächstes Jahr? Ja? Ja, ich weiß es nicht. Ach so. Ich kenne das Release-Datum nicht. Ich weiß, dass dass dieses Jahr auf jeden Fall Ankündigungen bezüglich dessen kommen. Stimmt, Herr der Ringe. Herr der Ringe, Gollum. Darauf freue ich mich auch. Das will ich auch unbedingt haben. So was FF7 Remake 2 habe ich nur gelesen. Das ist ja eine Ankündigung. Ja. Für eine Ankündigung. Eine Ankündigung für eine Ankündigung, ja, genau. Ja, ich weiß. Stimmt. Und worauf ich mich freue, wäre Horizon Zero Dawn. Also der zweite Teil davon. Aber dazu müsste ich den ersten erstmal spielen. Ich guck grad mal. Aber ansonsten... Ja, ich habe halt nicht die Zeit. Elex 2. Elex 2 wäre auch noch ein Spiel, auf das ich mich freue. Ich guck hier gerade in der Liste. Hier ist Spellforce. Spellforce 3. Spellforce 3 Reforced. Darauf freue ich mich auch. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade so nicht. Gut, ja, Lego Star Wars, The Skywalker Saga, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, da bin ich mega hyped drauf. Das will ich mir halt einfach nur holen, damit ich es mit Kaya im Stream spielen kann. Damit wir halt was Cooles haben, was wir dann zocken können. Aber ansonsten... Ist es bisher dieses Jahr gar nicht mal so, dass ich mich auf was freue. Also jetzt nicht so, dass ich mega hyped bin. Letztes Jahr war es halt Tales of Arise, wo ich gesagt habe, ja, das will ich haben. Aber sonst? Die meisten Sachen sind halt erst für nächstes Jahr oder übernächstes oder übernächstes Jahr angekündigt. So alles in ferner Zukunft. Was in der Entwicklung ist, aber nicht... Ja, was so keinen Termin hat. Oder noch in den Sternen steht. Aber, ja. Das wären jetzt erstmal so. Elex auf jeden Fall. Achso, ich sollte vielleicht ins Spiel tappen.
Hast du denn was, auf das du dich freust? Akarius oder halt auch alle anderen. Habt ihr Spiele, auf die ihr euch dieses Jahr freut? Weil, wie gesagt, bei mir ist es halt, ne, recht mau dieses Jahr. Gibt auch nur nichts, wo ich sage, das muss ich mir jetzt unbedingt vorbestellen. Also da bin ich wirklich etwas enttäuscht. Aber Symphonia sieht niedlich aus. Es ist auch niedlich. Es hat auch eine wirklich, wirklich gute Story. Aber Symphonia ist halt, wie gesagt, nichts, wo ich sage, okay, das ist jetzt mein Favorit-Spiel. Vesperia ist da schon deutlich. Hat schon deutlich mehr Pep, finde ich. Wobei Symphonia wiederum einen guten Plot-Twist hat. Sehr, sehr gut. Gehe ich vorher nochmal pinkeln, bevor ich mich gegen die Viecher da stelle? Weiß es nicht. Nee, ich versuche die beiden erstmal noch. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Sehe ich die getrennt voneinander? Nee. Nee. Schade. Oh, wir kriegen Aua. Mächtiges Aua. Das war der Boom. Mhm. Ganz, ganz mächtiges Badaboom. Aber diesmal sind es halt nur zwei Gegner und nicht vier. Elden Ring, auch wenn ich nicht drauf gehypt bin wie andere. Tunic, als Game und Zelda ersetzt. Rayblade. Die aus Deutschland und Starfield. Okay, die anderen Spiele außer Starfield. Für Starfield habe ich schon was gehört. Elden Ring, ja, da bin ich halt auch nicht so hyped drauf. Ne? Elden Ring ist so ein bisschen. Oh. Sieht cool aus, werde ich mir irgendwann holen, aber es ist kein Muss für mich. Wie gesagt, von Starfield habe ich was gehört, aber jetzt nicht viel und die anderen sagen mir so gar nichts. Gar nichts. Aua. Lass mich raus. Whee! Macht alle kaputt! Okay, der hat aber eben gut Schaden gekriegt. Könnte mal einer Dualim wiederbeleben. Zweiter Heiler wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Schlecht! Jo, bei dem Boost. Sehr geil. Und Dualim gibt auch wieder. Nein. Oh Gott, warum habe ich nur noch einen HP? Geil, komm. Was machen wir jetzt? Oh Gott. Und nochmal Boost. Ich glaube, manche Geräusche sollte man echt einfach aufnehmen, aber nur als Abschreckung. Gott, dieses Spiel macht mir gerade echt fertig. Ich weiß auch, ich will gar nicht wissen, wie der Endboss wird. Ne? Ich will gar nicht wissen, wie der Endboss wird. Aber es dauert halt auch mega lang, bis du da jetzt langkommst. Das ist so das längste Gebiet gerade. Das allerlängste. Also mit der Stundenanzahl kommt man ganz gut hin, wie da gesagt wurde. Ich bin gespannt, wie nach Elden Ring an Dark Souls rankommen sollen. Soll wohl nicht so schwer werden, glaube ich mal, aber trotzdem eine ähnliche Atmosphäre haben. Also dass es nicht so schwer sein soll, habe ich auch gehört. Aber ich bin echt mal gespannt. Ich bin echt gespannt. Aber wie gesagt, ich hole es mir, wenn ich es irgendwann mal günstig sehe. Bin ich jetzt nicht so hinterher, dass ich sage, das muss ich jetzt haben. Das kann ich mir so auch bei anderen halt angucken, ohne dass ich sage, so. Da ist es mir egal, ob ich gefordert werde. Hier gibt es andere Spiele. Und WB Hybrid. Gebetsstunde mit Altaria. Ja, so ähnlich. Juhu, Level 52. Sehr geil. Alter, was wir hier alles an Leveln geschafft haben, ne?
fast 10 Level in dem Gebiet. Da ist ja noch wer da. Hallo Dufte! Einen wundervollen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht's? So oft so, dass es am Ende am längsten dauert. Ja, vor allem bei Tales. Also die letzten Dungeons ziehen sich halt echt immer enorm. Was aber nicht schlecht ist. Ich bin auch froh, dass wir, also dass Frisches gesagt hat, wir fahren morgen erst um 8.30 Uhr los. Weil ich glaube, sonst wäre ich tot. Ich wäre echt einfach nur tot morgen. So habe ich wenigstens ein bisschen Schlaf. Okay. So, Endgame soll doch beschäftigen. Ja, stimmt. Stimmt auch wieder. Habt ihr recht. Aber wir haben die Level gut aufgeholt. Mit Level 45 sind wir hier, glaube ich, rein. Level 44, Level 45. Viel zu unterlevelt. Und jetzt haben wir das Level quasi aufgeholt. Und gleich auf. Merkt man auch richtig gerade bei diesen Gegnern hier. Da haben wir vorher Ewigkeiten reingesetzt. Plus jetzt noch bessere Waffen. Also das läuft. Das läuft. Ich muss leider nur trotzdem gleich nochmal pinkeln gehen. Schon wieder 2 Stunden her. Dann unterhält Kaya euch. Was? die spanische Pass. Bitte? Nein. Muss das sein? Kann das nicht jemand anderes auch machen? Denke ich auch. Ja, klar. Warte kurz. Dann will ich einmal noch die Kiste holen. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier nicht gleich einen draufkriege. Ausdauerring. Ah ja. Zeig dein Haustier. Okay, das mache ich gleich nochmal schnell. So. Das passt nämlich dann perfekt, dann kann ich gleich direkt. So. Desktop, Haustiere. So, die letzten Male hatten wir ja, glaube ich, ganz viel. Leo? Leo und Cleo hatten wir, glaube ich, die letzten Male. Strong to be strong, the weakness to hide.